Das Konzert am 21. Juni ist unser Saisonfinale. Das ist das letzte Konzert meiner ersten Spielzeit beim RSB. Und programmatisch ist das Konzert sozusagen das letzte Kapitel unserer Gustav Mahler Zweiter Wiener Schule Erkundung. Dabei kommt weder die Musik von Gustav Mahler vor, noch die Musik von Arnold Schönberg oder seinen Schülern. Stattdessen spielen wir die Musik von Wolfgang Amadeus Mozart und Alexander Zemlinsky. Warum das? Zemlinsky war einer der wichtigsten Stilformer und Bestimmer im Wiener Musikleben um die Jahrhundertwende. Und er war gleichzeitig mit Gustav Mahler verbunden, als auch mit Arnold Schönberg. Schönberg war mit der Schwester von Zemlinsky verheiratet und betrachtete ihn als einen ganz wichtigen Mentor. Mahler war für Zemlinsky zeitlebens ein Rivale, aber auch ein Objekt der Anbetung. Die hatten ein wirklich ein sehr seltsames Verhältnis. Zemlinsky war jünger, er verehrte Mahler zutiefst, aber andererseits hatte er ein persönliches Problem mit Gustav Mahler und das Problem hieß Alma. Alma Mahler, noch bevor sie Alma Mahler wurde, Alma Schindler, war die Kompositionsschülerin und Geliebte von Zemlinsky. Und dann ließ sie ihn sitzen, als sie Mahler heiratete. Und das hat Zemlinsky bis ans Ende seines Lebens nicht verkraftet. Also praktisch alle Kompositionen, die nach 1904, nach der Heirat von Alma mit Gustav Mahler, sind von diesem Thema gezeichnet. Was bei der Lyrischen Symphonie interessant ist, die ist eins der späten Werke von Zemlinsky. Die ist in Prag entstanden, am Anfang der 20er Jahre. Zemlinsky arbeitete dort als Kapellmeister. Er dirigierte das Orchester der Prager Oper, welches früher auch von Gustav Mahler geleitet wurde. Und Zemlinsky war eine ganz wichtige Person für Prager Musikleben. Dieses Stück, die Lyrische Symphonie, ist gleichzeitig eine Anknüpfung an Gustav Mahlers bekanntestes Werk, das Lied von der Erde, und andererseits auch ein Versuch, in andere Richtung auszubrechen. Und gleichzeitig ist das noch eine Abrechnung mit Alma, aber diesmal eine recht friedliche. Die Symphonie ist gleichzeitig ein Liederzyklus, besteht aus 7 Gesängen auf die Texte des indischen bengalischen Dichters Rabindranath Tagore. Diese Gedichte wurden ins Deutsche übersetzt und um die Zeit, so Anfang 20er Jahre, veröffentlicht, ich glaube in Berlin. Zemlinsky hat diese Gedichte gelesen und dann aus diesen Gedichten 7 ausgewählt und in so eine Art Suite zusammengestellt. Die Lieder werden abwechselnd von einem Mann und einer Frau gesungen. Es beginnt und endet allerdings mit einer Männerstimme. Das heißt, man versteht, es ist schon Zemlinsky selbst, der die Geschichte erzählt. Wenn man die Geschichte von Zemlinskys Verhältnis mit Alma kennt, so erkennt man seine eigene Stimme, aber man erkennt auch ihre Stimme. Und er versucht, so objektiv und unparteiisch wie möglich als Komponist zu sein und beide zu Wort kommen lassen.
In der lyrischen Symphonie geht es einzig und allein um die Liebe zwischen zwei Menschen und um verschiedene Stadien dieser Liebe, vom ersten Blick, vom ersten Verliebtsein-Zustand bis zur Trennung. Und das letzte Lied ist sozusagen ein Rückblick und ein Versuch, eine Bilanz zu ziehen. Die Symphonie endet mit so einer Art Hymne an die Liebe selbst, nicht an den Menschen, der seines Weges zieht und nicht mehr zu dem einen gehört, aber die Liebe selbst wird besungen und der Mensch zieht einfach weiter, zieht seines Weges weiter. Das ist für mich eins der schönsten Musikstücke des frühen 20. Jahrhunderts. Und wie oft bei Zemlinsky, in einer seltsamen Mischung aus sehr fortschrittlicher und gleichzeitig unglaublich schöner, fast gefälliger Musiksprache komponiert. Man darf ja auch nicht vergessen, Zemlinsky war der Lehrer von Erich Wolfgang Korngold und formte somit unbewusst den modernen Hollywood-Stil. Das heißt, die Filmpartituren, die der Korngold dann später nach Hollywood brachte, die waren alle von Zemlinskischen Stil gezeichnet. Und so ist auch hier in diesem Stück, es gibt sehr schroffe Musik, es gibt sehr melodiöse Musik und irgendwie verschmilzt sie zu einem. Das ist dieser unverwechselbare Zemlinskische Stil. Aber wir wollen auch nicht vergessen, so dass gleich seinem Rivalen und Vorbild Gustav Mahler war Zemlinsky auch ein großer Dirigent. Er war einer der wichtigen Dirigenten seiner Zeit. Und Igor Stravinsky hatte in seinen Memoiren geschrieben, dass er nirgendwo eine bessere Mozart-Aufführung erlebt hätte als damals in Prag unter der Leitung von Alexander von Zemlinsky war das Figaros Hochzeit. Und wir spielen ein Werk, was von Mozart ist, was in Prag entstanden ist und was auch mit Figaros Hochzeit und mit dem Don Giovanni zu tun hat und welches Zemlinsky mit Sicherheit sehr oft dirigiert hatte, nämlich die Prager Symphonie von Mozart. Und so entsteht eine Verbindung nach Wien, wo Zemlinsky und Mahler gleichzeitig zu Hause waren. Und mit diesen beiden Werken beschließen wir unsere erste Saison. Wir sind sehr glücklich, dass wir zwei der führenden Sänger unserer Zeit an unserer Seite für dieses Konzert zählen können, nämlich Camilla Nyland und Matthias Görner. Beide haben dieses Stück schon mehrmals gesungen. Matthias Görner hat es sogar im Studio aufgenommen. Es gibt eine wunderbare Aufnahme mit Christoph Eschenbach und Orchestre de Paris. Er ist einer der wichtigen Interpreten der Musik des frühen 20. Jahrhunderts, vor allem die Lieder von Gustav Mahler, aber auch die Lieder von Alban Berg hat er oft in seinen Konzerten aufgeführt. Und ich freue mich sehr, dass Matthias in meiner ersten Saison mit dem RSB auch auftreten wird. Mit Camilla Nyland arbeite ich zum ersten Mal, aber ich kenne sie vor allem durch ihre wunderbaren Opernaufführungen. Die Partie bei der Lyrischen Symphonie von Zemlinsky erfordert gleichzeitig eine sehr leichte, aber auch eine lyrische Stimme, die gleichzeitig sehr mädchenhaft und wie eine reife Frau klingen kann. Das können nicht alle Sängerinnen.
da braucht man eben diese Mischung aus Leichtigkeit und Lyrik. Und ich glaube, Camila Nyland besitzt das im vollen Maße.